Hallo ihr Lieben, willkommen zurück. Mittelerde. Tja, wie soll ich das jetzt erklären? Also, Fraps mochte mich nicht und deswegen ist jetzt die letzte halbe Stunde in etwa leider nicht aufgenommen worden. Es ist allerdings nicht so viel passiert. Ich habe den Warchief erledigt, der war auch eigentlich relativ easy. Und dann habe ich auch schon festgestellt, dass die Aufnahme leider nicht funktioniert hat. Ich weiß nicht, was passiert ist. Davor ist er auch schon mal abgestürzt. Scheint leider nicht allzu stabil zu laufen im Zusammenhang mit Fraps. Oder Fraps mag es nicht. Oder Middle-Earth mag es nicht. Ich weiß es nicht. Deswegen, ich habe jetzt keine Ahnung, wo wir rauskommen. Wo wir diesmal sind. Dear House Crawling Talion, he found his way up half of Narcos' steps. One day he will run up and be a brave ranger of Gondor. Ich vermute mal, wir sind wieder auf dem Turm. Yay! Aber, wie gesagt, er ist weg. Ich weiß jetzt gar nicht genau, hier vorne. Seht das? Hab ich ihn erledigt. Und ich hatte noch den Assassinen. Den hatte ich auch noch erledigt. Tja, ist jetzt natürlich schade, dass gerade solche Erfolgserlebnisse ausnahmsweise mal nicht mitgeschnitten wurden. Yay. Aber nun ja, so ist das nun mal leider manchmal. Ich würde auch sagen, wir schauen erstmal nochmal ganz kurz in die Runen. Ich glaube, hier hatte ich ja auch noch gar nichts dran, ne? Okay. Können wir ja erstmal reinmachen, das ist ja erstmal Ohrkante. Das hatte ich mir auch schon angeguckt. Die könnte man nicht gebrauchen. Also wir brauchen so oder so erstmal ein paar neue Slots, sonst macht das ja auch alles gar keinen Sinn. Weil die epischen, die sind schon nicht schlecht, die wir jetzt gerade drin haben. So, und dann gehen wir mal zurück. Schauen nochmal bei den Upgrades rein. Können wir nochmal einen Punkt vergeben? Allerdings noch nichts in der nächsten Stufe. Das heißt, ich muss dann ja nämlich doch noch von hier irgendwas entscheiden. Hier kann man Viecher reiten. Gut, die haben wir jetzt natürlich noch gar nicht gesehen, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so wirklich Sinn macht im Moment. Dann nehmen wir vielleicht den Instant Kill von oben. Kann man ja immer mal gebrauchen. So, und hätten wir noch irgendwas? Ach so, hier ist noch was anderes. Ach so, hier könnten wir jetzt natürlich noch mal ein paar neue Runenslots kaufen. So viel haben wir jetzt natürlich hier nicht. Also ich sag's gleich vorneweg, den Bogen werde ich wahrscheinlich nicht so oft nehmen, weil ich mit dem Gamepad nämlich total schlecht bin im Zielen. Allerdings scheint es ja auch hier mit dem Fokus zu gehen, aber ich würde sagen, wir leisten uns mal für den Dagger ruhig ein. Und vielleicht für Schwert. Ja, noch kosten die ja nichts. Dann nehmen wir für den Bogen sicher jetzt aber auch gleich noch. Pfeiler, Fokus. Rest sparen wir uns erstmal. Progression brauchen wir erstmal auch nichts. Dann können wir vielleicht doch nochmal bei den Runen reinschauen. Hallo? Okay. Bräuchten, da haben wir nichts. Ah, okay. Da sieht man praktisch das Upgrade der Rune. Das ist mir beim Schwert gerade gar nicht aufgefallen. Da hätten wir auch nichts mehr, aber wir haben für den Dolch auf jeden Fall noch was. Das heißt, für den Dolch fand ich nämlich, ehrlich gesagt, das gar nicht so schlecht. Weil wir doch im Moment relativ viel mit Stealth durch die Gegend laufen. Und dann suchen wir uns mal ein neues Ziel aus, ne? Was haben wir denn hier? Könnten wir jetzt nicht eigentlich auch die hier. Ach, der ist natürlich am Arsch der Welt jetzt. Der offensichtlich auch. Auch weil die aufgestiegen sind, ne? Deswegen sind die jetzt so weit hinten. Aber der Assassine war doch auch hier. Der da.
Na, dann nehmen wir mal erstmal den. Aber der ist ja auch so weit weg. Naja, wir setzen ihn mal. Wir setzen ihn mal und dann schauen wir nochmal auf die Karte, ob wir vielleicht hier zwischendurch noch so ein paar Sachen finden. Was haben wir denn hier? Und tschüss. Thanks for playing, stranger. So. Beaster Hunting, an Few Hunting Challenge. Eine Hunting Challenge. Was soll man das jetzt sagen? Achso, das ist eine Hunting Challenge oder was? Oder muss ich jetzt hier das suchen, was. Achso. Der Archer ist attacking. Ja, vom wo denn? Ja, wenn ich jetzt wüsste, welcher mich jetzt da hier. Der Dicke da, oder wie? Ach, hier oben. Ja, gut. Okay. Jetzt aber nicht. Kann ich leider nicht. Dann gehen wir mal von hinten hoch. Ich weiß das auch. Ja, zumindest stirbt man endlich mal, wenn man von oben irgendwie. Oh! Sehr nice. Wir wollten jetzt auch mal gucken, was das hier. Was das hier unten ist. Hier war doch jetzt irgendwie die Mission, oder nicht? Oh. Shaka. Mhm. Schön, dass wir jetzt den nächsten haben. Aber wieso kann ich denn jetzt hier diese komische Mission hier nicht machen? Just because we haven't seen him don't mean he's not close by. Swear I heard him breathing. That was the wind. Kann ich? Moment, Karte? Glob. Jetzt habe ich das als Ziel. Und es ist eindeutig hier unten. Yay! Flieg, flieg, flieg. Und wo? Keine Ahnung. Keine Ahnung, was das soll. Look, don't call me crazy, but I heard them strange sounds again. We had it too. Scared the shrunk out of the slaves. Something just moved over there. Und gleich geht's wieder ans lustige Orksgeschnetzel. Den will ich aber eigentlich zum Schluss. Ups. We're gonna cut you to ribbons. Und grabben. Und dann negotiating. Wir wollen mal gucken, was er uns bieten hat. Wir wollen natürlich so oder so jetzt als nächstes auf den.
Ach, auf den kann ich nicht, oder was? Auf den könnte ich. Aber nicht auf den? Das finde ich jetzt aber doof. Naja, ist egal. Oh, der ist ja süß. Ach, du bist ja niedlich. So, was magst du denn gar nicht so ab? Oh, der hat aber sehr, sehr viele Schwächen. Man kann ihn greifen. Mounted Beasts. Angst vor Feuer. Angst vor Karagors. Stealth Finishers. Hm, den könnte man einfach von hinten einfach mit Stealth sehr schön umbringen. Ja, wenn wir irgendwann mal soweit sind. Oh, da kommen die nächsten offensichtlich. Mr. Ranger! After him! Oh, was mache ich denn jetzt, Witziges? Aha. Oder ist es vielleicht doch hier hinten dieser komische Wag? Diese Hunting-Quest? Oder ist es noch irgendwas anderes? Kann man hier irgendwas machen? Wow. Did you hear that? Aber irgendwie so ein Stealth Kill aus dem. Ich weiß nicht, was ich damit mache, um ganz ehrlich zu sein. Fand da wohl nicht witzig. Was zeigt er mir denn auf der Karte dazu an? Ach so? Gar nichts. Was ist das denn hier? Outcast. Artefakt. Ist da jetzt noch ein neuer oder wie? Na, dann bleiben wir doch erstmal in unserem Gebiet. Da haben wir so oder so noch ein bisschen was offen hier. Zum Beispiel das Artefakt da. Das ist jetzt aber genau wieder die andere Richtung, ne? Ja. Das ist doch nicht deren Ernst, oder? Hellhawk. Da stand doch irgendwas mit. Da meine ich. War hier nicht irgendwas mit. Genau, ah. Okay, man soll hier die fliegenden Dinger umbringen. Das ist die Hunting Challenge, die ich da gesucht habe. Das heißt nämlich genau diese komischen Dinger, die ich da gerade abgeschossen habe. Das ist jetzt natürlich noch nicht da. Aber mich interessiert immer noch, was ich denn hiermit machen kann. Kann ich dir hier einfach irgendwelche anderen loslassen, oder? So. Kann ich aber nichts dran machen. Und der da oben ist auch wieder da, ne? Ist das unser Tower oder ist das ein anderer Tower? What was that noise? Oh, wo ist er denn hin? I suppose it was my imagination. We've got a killer lurking around. Gott, Jungs und Mädels. Look, the Ranger. Let's kill him. Just us. Push him down. Oh,
Und da kommen sie doch schon wieder alle. Oh, das werden gerade wieder enorm viele. Kann man die eigentlich auch ausrotten? Ist das ein dicker irgendwas? Nee, ne? Oh ja, da hat er mich da gleich erwischt. Rush him! Oh Mann, ey! I'll kill you! Manswine! I didn't sleep for 10 days tracking down the grog who did this to me. What do you think I'll do to you, huh? Ach ja. Oh, ja. I'm right behind you. You can't slip away. Ich will doch eigentlich nur, da ist noch einer. Look at you, Megan. You can barely stand straight. Also ich muss zugeben, es ist schon ein bisschen sehr dolle, wenn ich gleich in der nächsten Ecke jetzt noch eine erwische, denn finde ich das nicht mehr witzig. So. Oh, shit. Never. Press him. Another time. Another failure. What? Ich bin auch schon wieder auf was dort hier. Flank the glob. Nee, in der Fresse. Ach Gottchen. Was wollt ihr denn hier alle von mir? Scheiße. Und da hat er mich. Yo, yay. Fantastisch. Let's finish this. Oh, ob ich hier irgendwie mal weglaufen kann? Das sind mir doch ein bisschen sehr viele gerade. Let me have a piece of him. Ich laufe jetzt mal ein bisschen, ganz ehrlich, das schaffe ich so oder so jetzt so nicht. Oh, der ist der Dritte. Ah, so you're back. Well, this time I won't get rid of you so quickly. Also, drei Stück dieser, also, Entschuldigung, ich weiß nicht, bin ich einfach nur so trottelig, dass ich alle in die reinlaufe? Oder ist das tatsächlich so gewollt? Weil ich finde das schon ziemlich schwierig. Also jetzt gerade so noch so zum Anfang. Weil ich versuche ja gerade erstmal überhaupt noch die Gehmechaniken zu verstehen. Und dann werde ich hier die ganze Zeit lang mit bösen Bossen hier beworfen, regelrecht.
Reckon there ain't anything in the land that can defeat our. So, offensichtlich haben sie jetzt das Spiel verloren. Das finde ich ja schon mal ganz nett. He's coming here soon. Hopefully with the head of the Gravewalker. Ja. Den einen da haben wir sogar schon mal so ein bisschen, so, ne? So ein klitzekleines bisschen ist der ja. All I want is a good fight. That and the Ranger dead in the mud. Wait. Oh Gott, das Geräusch fand ich ja gar nicht witzig gerade. Ja. Und da sind die nächsten. Hatte ich die nicht schon? Ich glaube, jetzt wieder weg. Also ich glaube, so nacheinander, also einzeln gehen die tatsächlich. Den Assassinen habe ich auch einzeln gemacht, das ging denn. Aber so echt mehrere, nee, 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 nee. So. Jetzt warten wir nochmal, bis sie die Spur verloren haben. Ich würde sagen, während ich warte, können wir ja schon mal eine Pause machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Hoffentlich nicht schon wieder mit einem Absturz, wenn ich jetzt hier die Aufnahme beende. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.